ihr seid geblitzt worden und habt das Gefühl, überhaupt nicht zu schnell gefahren zu sein, dann gibt es jetzt berechtigte Hoffnung, erfolgreich gegen einen solchen Bußgeldbescheid vorzugehen. Mein Name ist Oliver Menke. Ich bin Jurist in der Kanzlei Züll, Hermanns und Schlüter in Euskirchen und möchte euch in der Folge kurz über eine relativ aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts informieren. Es ist schnell passiert. Ihr seid mit eurem Fahrzeug unterwegs und plötzlich, bam, ihr seid geblitzt worden. Ihr denkt noch, das gibt's doch nicht, kann gar nicht sein, ich bin nicht zu schnell gefahren. Kurze Zeit später geht euch ein Anhörungsbogen der Bußgeldstelle zu und 2-3 Wochen danach ein Bußgeldbescheid. Wenn in diesem sogar ein Fahrverbot angedroht ist, ist der nächste Weg zu eurer Rechtsanwältin oder eurem Rechtsanwalt. Die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt legt sodann zunächst fristwahren Einspruch gegen den Bußgeldbescheid ein und beantragt Akteneinsicht. Achtung! Gegen einen Bußgeldbescheid muss man innerhalb von 2 Wochen Einspruch einlegen. Geht der Einspruch nicht fristgerecht bei der Bußgeldstelle ein, wird der Bußgeldbescheid rechtskräftig. Das heißt, ihr könnt euch danach nicht mehr gegen diesen zur Wehr setzen. Wenn nun die von euch beauftragte Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt die Ermittlungsakte bei der Behörde angefordert hat und diese dann auch zum Zwecke der Akteneinsicht bekommt, dann sind in den Ermittlungsakten neben euren persönlichen Daten auch die Daten hinsichtlich der Bezeichnung des verwendeten Messgeräts, ein entsprechender Schulungsnachweis für die Messung vorgenommenen Beamten und im Idealfall ein Eichschein des Messgeräts enthalten. Diese Angaben haben bislang den Gerichten ausgereicht, um von einem sogenannten standardisierten Messverfahren auszugehen. Ein standardisiertes Messverfahren bedeutet, dass die Messung von den Gerichten als technisch einwandfrei und somit zutreffend angesehen wird. Im Ergebnis bedeutet das, dass man sich in den weit überwiegenden Fällen nur bislang sehr schwierig gegen eine solche Messung hat verteidigen können. Und genau an der Stelle gibt es jetzt neue Hoffnung. Die von euch beauftragten Verteidiger haben bislang bei den Behörden die sogenannten Rohmessdaten zumeist erfolglos angefordert. Diese Rohmessdaten sind in den weit überwiegenden Ermittlungsakten nicht enthalten und das, obwohl diese Daten gerade die Grundlage der euch zur Last gelegten Geschwindigkeitsmessung darstellen. Was genau sind diese Rohmessdaten? Völlig egal, welche Messmethode bei euch angewandt wurde, ob es eine Lasermessung, eine Drucksverlaufsmessung oder eine Helligkeitsverlaufsmessung war, alle haben gemeinsam, dass verschiedene Messpunkte durch das Messgerät erhoben werden und in Signale umgewandelt werden. Diese werden dann von dem Gerät in einem komplizierten Rechenverfahren zu der gemessenen Geschwindigkeit umgewandelt. Das heißt, diese Rohmessdaten sind absolut wichtig und sind die Grundlage für das ausgeworfene Messergebnis. Sollte an diesen Rohmessdaten irgendetwas fehlerhaft sein, ist das der entscheidende Ansatzpunkt, um sich erfolgreich gegen eine euch vorgeworfene Geschwindigkeitsmessung zur Wehr zu setzen. Und genau diese Rohmessdaten sind in der Vergangenheit meistens vergeblich von den Verteidigerinnen oder Verteidiger angefordert worden. Mit der Folge, dass man sich nicht erfolgsversprechend gegen eine möglicherweise fehlerhafte Messung zur Wehr setzen konnte. Genau das ist jetzt anders. Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem Beschluss vom 12.11.2020 im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde festgestellt, dass den Betroffenen einer Geschwindigkeitsmessung bzw. dessen Verteidigerin oder Verteidiger auf Anfrage diese Rohmessdaten zur Verfügung zu stellen sind.
Das Bundesverfassungsgericht hat dies damit begründet, dass dies das Grundrecht auf rechtliches Gehör und der Grundsatz des fairen Verfahrens erfordert. Mit dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die Rechte der Betroffenen, in dem Fall euch als Geblitzte, erheblich gestärkt und in vielen Fällen eine Verteidigung nun erfolgreicher gestaltet. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und liked uns bei Facebook und Instagram. Sollte euch auch ein Bußgeldbescheid zugegangen sein, so könnt ihr euch damit gerne unter unseren Kontaktdaten, die nachfolgend eingeblendet werden, an uns wenden und wir werden euch dort hilfreich zur Seite stehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns.